Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Liste. Nun bitte ich Sie, meinen heutigen Gast so herzlich wie möglich zu begrüßen. Entschuldigung, besuchen tun Sie uns ja beide, aber ihn zu begrüßen, nämlich Gerhard Polt. Lieber Herr Polt, Sie sind ja, glaube ich, in München geboren, aber kurz danach nach Altötting, Kleinstadt, umgezogen. Wie wächst man dort auf? In Altötting wird man in dieser Zeit vor allem, wenn man es noch nicht war, katholisch gemacht. Und jemand katholisch machen, das hat einen bestimmten Hintersinn. Katholisch machen, man kriegt ihn sozusagen in den Hut rein. Man macht ihn kleiner. Und demütigt. Gedemütigt oder demütig worden. Nicht gedemütigt, ja, gedemütigt. Es gibt Leute, die sind in Altötting gedemütigt worden, haben ja auch darüber geschrieben, wie es ihnen ergangen ist in Altötting damals. Aber ja. Jeder hat so seine Erfahrungen. Also. Aber 1951 sind Sie dann... Man wächst mit Wallfahrern auf, mit Menschen, die damals in der Zeit für mich natürlich sehr schön war, weil man konnte den Wallfahrern Heiligenbilder andrehen und dafür hat man sich Bargeld geholt und das haben wir dann in die Kirche reinvestiert. Weil da gab es immer das Krippel. Sie wissen, was ein Krippel ist. Ne? So ja, eine Krippe, wo, wenn man Zehner oder Fünfer reinschmiss, Musik anging und ein Jesus, ein kleiner Jesi aus dem Stall raus, der schnell gesegnet hat, war er wieder weg und dann ging das Licht aus. Und das sind einfach Eindrücke fürs Leben und da lernt man. Und ja, ja. Und darum verstehe ich auch den heutigen Papst besser als manch andere. Übrigens, ich hatte mit einem dominikanischen Klostervorsteher für Cicero ein Streitgespräch mit einem katholischen Priester. Der griff den Papst ständig an und ich musste ihn verteidigen. Wusste ich auch nicht, dass das mal meine Rolle wird. Ja, aber man macht sie von der Kirche natürlich, würde man ja auch falsch beraten sein, zu glauben, dass das ein monolithischer Haufen ist. Das nicht. Aber man kann in Altötting auch, weil Sie das gefragt haben, man kann auch lernen in so einem Ort, in einem Wallfahrtsort, also eines der schwärzesten Punkte nördlich der Alpen. Da kann man lernen, wie soll ich das sagen, dass man die Welt verstehen lernt, also die Welt. Das heißt, die Welt des Atheismus lernt man sehr gut, man lernt sehr leicht Blasphemie. Nicht? Das wird einem direkt zugänglich gemacht. Da gibt es Leute, die das einen beibringen, wie man das macht und so. Also, ja, es ist gut. Also ich kann jeden Wallfahrtsort nur empfehlen, als für Kinder. 1951, also müssten Sie 9 Jahre gewesen sein, sind Sie dann mit Ihrer Familie nach München gezogen. Wie ist denn so ein Wechsel von so einer Kleinstadt in eine Großstadt? Naja, das kann man generell nicht sagen, wie das ist. Das weiß ich nicht, weil das ja auch hier wieder für jeden anders ist. Wie haben Sie für mich verkraftet? Für mich war München natürlich faszinierend, auch großartig, weil die ganze Stadt war ein Trümmerhaufen. Und einen schöneren Spielplatz kann ein Kind gar nicht haben, wie eine so riesige Stadt, wo man praktisch durch Ruinen saust, Altmetall sammelt, dafür Geld kriegt, wo Kollegen, Kindkollegen neben einem anderen vergraben werden von einer Hauswand, die zusammenfällt. Und der verschwindet dann unterm Staub. Der ist dann nicht mehr da. Und es ist alles unglaublich erregend. Und sowas gab es natürlich am Land nicht, weil im Land waren keine Ruinen. Da war eigentlich alles, da gab es halt Wiesen und Bäche, aber in der Großstadt gab es Ruinen. Und da wo ich war, gab es ja, man muss sich ja das so vorstellen, es ist nicht wie Mann oder wie es, sondern wie jeder Einzelne. Für mich war es natürlich interessant, dass
dass es damals halt so diese kleinen Metzgereien gab. Verstehen Sie, wo hinten noch geschlachtet wurde? Auch in München noch. Ist alles vorbei. Heute darf jemand, der Wirtschaft hat, das wird in Berlin auch so sein, der darf nicht einmal mehr Würste machen. Die EU verhindert es, dass der Wurst macht. Nicht? Ja. Aus hygienischen Gründen. Muss man sich mal vorstellen. Man muss die Wurstwurm woanders herholen, vielleicht aus Argentinien, dann geht's. Dann kann man sie essen. Sie waren etwas über 3 Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging. Haben Sie noch eine eigene Erinnerung an den Krieg? Ja, eine. Ich würde sagen, eine 50-prozentige, 60-prozentige. Weil die Amerikaner sind über den Inn mit den Panzern. Und da haben die, die Brücken waren gesprengt zwischen Neuötting und Altötting, der Inn. Und dann sind die Panzer gekommen und wir waren wohl in einem Keller. Ich weiß auch das Haus, wo wir in dem Keller waren, bei einer Familie Thalhammer. Und wenn so kleine Häuser, wissen Sie, an der Straße stehen und dann so Schermenpanzer oder was es war, vorbeifahren, dann vibriert alles. Und das merkt man sich auch als Dreijähriger. Also da war so ein Angstgefühl und das kann ich mir erinnern. Und dieses Schäbern. Und dann war das natürlich überhaupt eine Aufgeregtheit, weil in den letzten Tagen kurz davor, und das glaube ich, vermute ich, dass ich mich erinnern kann, aber Sie wissen ja, das geht immer durcheinander, weil wenn einem etwas immer gesagt wird, dann meint man, man hätte es vielleicht selber erlebt. Das weiß ich nicht. Dann wurde ja von einem Freund von mir, der der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung war, der Vater erschossen, weil er 3 Tage davor eine weiße Fahne gehisst hat. Es war. Und die Leute, die ihn erschossen haben, die haben dann, glaube ich, 3 Wochen mit Bewährung bekommen. Also das ist ein ziemlich günstiges Urteil für ihn, muss ich sagen. Ihr Vater war... Aber Sie wollten doch über Missverständnisse... Ja, das kommt ja noch. Ihr Vater war ja Major im Zweiten Weltkrieg. Was hat er Ihnen eigentlich vom Krieg erzählt später? Nichts, gar nichts. Ich habe mit dem nicht über den Krieg geredet. Ich habe mit dem Krieg, brauchte mir niemand zu erzählen, weil den hatte man immer erzählt bekommen, Herr Giesig. Wenn man damals als Kind im Wirtshaus war, haben die Leute nie was anderes gemacht, als über den Krieg zu reden. Es waren ja lauter Menschen, die Bein amputierte oder die einen Armstumpf gehabt haben oder die Leute, die einen Schuh ausgezogen haben und die abgefrorenen Zehen gezeigt haben. Das war die Kindheit damals, hat man solche Leute nur getroffen. Also das waren alles, ich bin gerade die Invalidenstraße hierher gefahren. Das waren halt, ich war immer umringt von Invaliden, die ihre Kriegserlebnisse erzählt haben und zwar stundenlang immer Kriegserlebnisse. Was meinen Sie, wie ich angereichert war mit Kriegserlebnissen? Als Kind habe ich selber gemeint, da steht der Russe. Ja, das kann ich gut verstehen. Aber ich wollte jetzt noch ein bisschen von Ihrer Kindheit wissen. Waren Sie mal in einer Kinderbande? Waren Sie ein Draufgänger? Ich war nie ein Draufgänger. Ich war ein Anstifter. Aber das hat Ihnen Spaß gemacht, Kinderbanden. Ne? Das ist doch toll, freilich. Sie haben mal gesagt, Sie loben Ihre Eltern sehr wegen ihrer Nichterziehung. Stimmt auch, ja. Was heißt allerdings das? Allerdings, es ist ja so, Sie müssen sich vorstellen, es ist auch so, das ist ja nicht bei mir, ich muss wieder von mir absehen. In dieser Zeit haben viele Leute keine Erziehung genossen, weder Kindergarten noch sonst was, weil ja niemand da war. Also man ist ja auf der Straße aufgewachsen, gibt es ja den Begriff Schlüsselkind oder sowas. Aber auf der Straße aufzuwachsen war keineswegs schlimm, es war schön. Also ich beneide es heute noch Kinder, die eigentlich nicht wie heute, nicht wenn diese Kinder heute so dressiert werden und ständig sind Erwachsene herum. Wir haben Erwachsene fast nie gesehen. Die waren nicht da, die waren nicht vorrätig, verstehen Sie? Und außer die Amputierten. Außer den Amputierten. Und die waren so mit sich beschäftigt und ihrem Krieg, die haben sich um uns Kinder nicht gekümmert. Sie liebten Streiche, welche eigentlich? Ich habe mal ein Rezept, das ist aber nur eines unter den vielen Möglichkeiten, dass man zum Beispiel Hundescheiße sammelt, möglichst viel, sie in den Pappkarton hineintut, zumacht und dann vor einem Erwachsenen vor seine Tür hinlegt und ein bisschen Terpentin oder Benzin und das anzündet. Und aus einer sicheren Entfernung zuschaut, wenn man geläutet hat, wenn der rauskommt und dann drauftritt, um es zu löschen. Ein Beispiel. Das ist wunderbar, sag ich Ihnen.
Man braucht nur die richtige Distanz, also die muss man. Welche Schulen haben Sie eigentlich wie lange und wie gern besucht? Ich habe keine gern besucht, aber viele. Viele. Und die Schule des Lebens, Herr Giese, auch noch. Die habe ich heute noch, Gott sei Dank. Ja, das ist ja wahr. Die kann man nicht nur als Kind kriegen, sondern es ist gut, wenn die Schule eigentlich, es kommt ja darauf an, welche Schule. Ich glaube aber auch, dass Gemeinschaftsschulen besser sind als die Elite-Schulen. Heute werden ja die Leute an den Unis schon verschult, aber in einer unangenehmen Weise, wie ich finde. Das war. Ja. Ich finde, man lernt sich nur sozial auseinanderzusetzen an Gemeinschaftsschulen. An Elite-Schulen hat man zwar mehr Faktenwissen, aber weniger Lebenskenntnis. Ja, es ist halt, ja, ein geschultes Auge zu kriegen, das kriegt man meistens irgendwo her. Und wie gesagt, diese Welten damals haben wir immer ein bisschen geschult und das ist wunderbar. Ich denke mir manchmal, wissen Sie, so diese Situation nach dem Krieg bei uns, da glaube ich, dass ich manchmal etwas, was für mich vorteilhaft ist, ich glaube es, vermute es, sicher bin ich nicht, dass ich dann diese Kinder oder wenn ich heute diese Aufnahmen sehe von Aleppo oder irgendwo, ich sehe diese Ruinen und diese armseligen, furchtbaren, wie diese Straßen ausschauen und wo da Kinder durchlaufen, da denke ich mir, irgendwie war das bei uns ähnlich, nicht vielleicht genauso, natürlich nicht, aber ähnlich. Und ich kann mir das ein bisschen vorstellen. Und das ist das, was mich fasziniert, wie schnell dann so Bilder gemacht werden und wie sie schnell aber wieder verdrängt werden. Das ist das ganz Eigenartige. Das heißt, wenn Sie an einen Platz gehen, wo vorher Ruine war, und Sie gehen 8 Jahre später wieder vorbei und da steht schon ein Haus, dann haben Sie sich daran gewöhnt. Dann denken Sie, kam ja an die Ruine. Also man ist vergesslich. Ihr Vater arbeitete als Rechtsanwalt. Welche Rechtsgebiete hat er bearbeitet? Mein Vater, der war am Land, der hat für Bauern prozessiert. Also Zivilrecht? Der hat zivilrechtliche Sachen gemacht. Mein Vater, der hat eigentlich, wenn er prozessiert, also der war immer sehr froh, wenn er was bekommen hat. So Prozesse, aber nicht gegen Geld, sondern gegen Lebensmittel. Also einen guten Schinken oder Bier oder solche Sachen. Mein Vater hat immer gern, auch mit Wirten hat er sich angefreundet, weil da konnte er, die streiten auch gerne. Es gab einen Wirt, von dem mein Vater, das weiß ich zufällig von meinem Vater, dass der Wirt, weil mein Vater nicht viel zu tun hat, gesagt, ihm zuliebe macht er einen Prozess. Und er hat ihn aber die Juristerei nicht so erschlossen, dass sie Lust hatten, sich in diese Richtung zu begeben. Nein, ich sage Ihnen, ich habe ja meinem Vater auch nicht so viel, hatte ich nicht so viel zu tun und so. Und das, Ihre Eltern waren dann getrennt, ne? Wir waren getrennt, ja. Und sind ja dann. Wann reden wir über Missverständnisse, Herr Giesler? Ja, wir haben das doch nur so genannt, um die Leute anzulocken. Ach so, verstehe, ja. Übrigens, Sie sind ja evangelisch getauft, aber dann eben katholisch erzogen worden. Habe ich Ihnen doch gesagt, ich bin katholisch gemacht worden. Ja. Aber Sie sind heute noch evangelisch? Nein, ich bin beides. Zahle aber keine Kirchensteuer. Aber das wird doch einfach abgebucht, es sei denn, Sie sind ausgetreten. Bei mir nicht, ich bin ausgetreten. Nicht? Ich musste ja eigentlich aus 2 Kirchen austreten, weil ich ja bei beiden Mitglied war. Aber Sie wissen, wenn man verheiratet ist und hat einen Ehepartner, der noch dabei ist, dann ist man auch dabei. Ja, das weiß ich. Das hat mich immer interessiert. Das wäre zum Beispiel, was ich von Ihnen gern wissen wollte. Wieso ist diese Kirchensteuer, es gibt doch das Konkordat, was der Papst mit Hitler nochmal gemacht hat, wo der Hitler das bestätigt hat, dass man die Kirchensteuer zahlt in Deutschland, oder? Könnte man da nicht gegen den Hitler und diesen Pakt einmal irgendwie vorgehen. Naja, passen Sie auf, wir zahlen an die evangelische und die katholische Kirche Schadenersatz für Enteignung vor 200 Jahren. Das weiß ich. Ich sage ja, aber es wurde, der Hitler hat es ja nochmal. Ob das überhaupt eine Steuer ist, das ist ja mehr so eine Art Mitgliedsbeitrag, sollten Sie sich eigentlich selbst kümmern. Aber Sie wissen ja, ich kann mich ja nicht durchsetzen. Das hat ja keinen Sinn, dass ich was erzähle. Ich muss immer sagen, weil ich gern dingliche Sachen mag. Ich würde mir vorstellen, dass es schöner ist, wenn man sich so wie früher so einen Pfarrer adoptiert. Wo man sagt, wir sind eine kleine Gemeinde, wir bringen ihm so und so oft einmal eine Gans vorbei oder einen Schweinsbraten und dann kriegt er
einen schönen Christbaum und dann kriegt er noch ein Geschenk. So, also so. Der erste evangelische Pfarrer, der mich eingeladen hat, bei einer Messe zu sprechen, der hatte dann zwei Austritte, aber drei Eintritte. Er hat gesagt, netto habe ich einen gut gemacht. Sehr gut. Also, als Kind haben Sie viel gejobbt. Erzählen Sie mir doch mal, was ein Kofferpacker jobbt und was ein Schachspieler jobbt. Beim Letzteren würde mich interessieren, ob da bestellt war, dass Sie verlieren oder gewinnen. Oder, wenn man es bezahlt gekriegt, muss man sich auch nach den Wünschen der Kunden richten. Und was macht ein Kofferpacker bitte? Ja, der muss halt Koffer schleppen. Kuli, das Wort Kuli. Ach, schleppen, nicht packen. Schleppen. Ah, das ist ein Kofferträger sozusagen, ein Gepäckträger. Ja. Das verstehe ich. Das heißt, da wurden Sie bestellt zur Wohnung, haben das dann runtergebracht? Nein, ich war am Bahnhof. Ich war zusammen mit einem Menschen, der, ich habe das mal 2 Jahre gemacht am Münchner Hauptbahnhof, aber das ist nicht so interessant. Ich glaube, das interessiert hier eigentlich wenig. Doch, die meisten, die hier sitzen, waren mal Kofferträger. Deshalb sind die. Beim Schach kann ich Ihnen sagen, ich habe mal eine Zeit lang, ein Jahr lang Schach gespielt. Und gegen Geld, mit Contra und so weiter. Und dann weiß ich noch, als die Dissidenten gekommen sind, die Leute aus, die, aus der Tschechoslowakei oder aus Russland, Ungarn, solche Leute waren dann viel da. Und die haben natürlich auch Schach gespielt und die waren so gut. Und dann haben wir es aufgegeben, weil wir immer nur verloren haben. Also dann habe ich nicht mehr Schach gespielt, auch kein Contra mehr gegeben und solche Sachen. Sondern dann habe ich wahrscheinlich mehr Halma gespielt. Sie wollten dann Bootsverleiher werden. Warum gerade Bootsverleiher? Bootsverleiher ist für mich einer der schönsten Berufe, die ein Mensch ergreifen kann. Ich kann es Ihnen erklären. Ich habe es zwar schon mal erklärt, warum, aber weil Sie mich fragen. Ich bin schon öfters wegen meiner Bootsverleiher. Es ist tatsächlich so. Es ist so, für mich war als Kind am Schliersee, gab es einen Bootsverleiher. Und der war für mich die Souveränität überhaupt, ein souveräner Mensch. Warum? Der saß da, hat ein Stück Wurst gegessen und hat praktisch die Zeit stehen lassen. Die Zeit konnte ihm nichts anhaben, verstehen Sie? Der war so souverän und es war ihm scheißegal, ob einer ein Boot mietet oder nicht. Und er war ein sehr stiller Mensch und dann las er Zeitung und war dadurch mit der Welt verbunden. Also er war nicht isoliert. Und wenn jemand gekommen ist und wollte ein Boot, hat er nichts gesagt. Die Leute saßen, haben sich ins Boot gesetzt und dann hat er diesen befreienden so gemacht und dann waren die weg. Und irgendwann sind die wiedergekommen. Als Kind habe ich mir gedacht, so souverän möchte ich mal werden. Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Diesen Tritt und diese unglaubliche Selbstsicherheit und Souveränität von einem Bootsverleiher. Und das habe ich bei keinem Cowboy, bei keinem Indianerhäuptling nirgendwo gesehen, nur beim Bootsverleiher. Und ob das kam oder nicht, auch heute noch. Im Grunde bin ich ein jemand, der diesen Beruf leider nicht ergriffen hat. Ich stand in einem kleinen Hafen auf Hiddensee. Und da kam eine Frau angerannt, lief noch über den Steg aufs Boot. Das Boot legte ab, war schon ein Stück weg und plötzlich kam der Gepäckträger mit einer Schubkarre mit 2 Koffern drin. Hielt an, oben standen 2 Matrosen, das waren aber mehrere Meter weg und er nahm den ersten Koffer und warf ihn hinter dem Schiff hinterher. Die haben den gefangen, den zweiten Koffer, die haben ihn auch gefangen. Da war für mich klar, das wird mein Beruf. Ich fand das fantastisch, bin es leider auch nicht geworden. Das wäre jetzt mir zu anstrengend gewesen. Ja. Aber doch nicht mit 3 Jahren. So, Sie haben Ihr Abitur im 2. Bildungsweg gemacht, Abendgymnasium. Ist das nicht horrende anstrengend? Da arbeiten Sie den ganzen Tag und Abend zur Schule und so? Oder? Alles machbar. Und dann haben Sie in München studiert. Und zwar 3 Sachen. Politische Wissenschaft, Geschichte, Kunstgeschichte. Nein, Kunstgeschichte, nicht eine Sekunde. Also nur Geschichte? Das steht nur irgendwo, das hat irgendjemand aufgehört. Ich meine, wissen Sie, das ist so, wenn man sagt, studiert, ich habe studiert, das ist richtig, aber ich, das schon das Wort studiert, da denke ich mir eigentlich, das klingt so wichtig, so enorm. Ich fand es immer toll, wenn jemand gesagt hat bei uns, psst, sei ruhig, der Vater studiert die Zeitung. Weil
Ja, oder man sagt bei uns auch nicht, jetzt muss ich mal denken, sondern jetzt muss ich studieren. Ich finde das einfach viel näher, weil damit wird es menschlicher. Verstehen Sie? Weil die Frage, wie studiert man? Heute studiert man tatsächlich anders. Wir haben ja darüber geredet. Heute ist es verschult, das Studium. Ja, das ist es, völlig. Früher. Das liegt am Bachelor und so weiter. Ja. Ganz genau, ja. Und früher konnte man das ganz anders machen. Da war man Student, selbst wenn man nur Bier getrunken hat. Verstehen Sie? Das war. Ja, also trotzdem muss ich, also dass man sich für Geschichte interessiert, kann ich ja verstehen, aber für politische Wissenschaften, dem verdanke ich eine Begegnung, das könnte Sie interessieren und vielleicht Sie auch. Weil über diese Sache habe ich einen Mann kennengelernt, der für mich sehr interessant war, als junger Mensch, nämlich den Werner Fink, den Kabarettisten Werner Fink. Und mit dem habe ich studiert. Also der saß neben mir in einem Seminar über Autorität und Freiheit. Da saß der Mann neben mir. Und dieser Mann, der ja so berühmte Sätze gesagt hat, ich stehe hinter jeder Regierung, die mich nicht sitzen lässt, wenn ich nicht hinter ihr stehe, zum Beispiel. Und so wunderbare Sachen. Und dieser Mann hat mir eben, der hat uns immer eingeladen. Wir waren drei Leute und der hat eingeladen. Und da sind wir immer in einen Wienerwald gegangen und da hat er das bezahlt und haben wir die Händel gefressen. Und der hat uns dann sein Schicksal und seine Biografie erzählt, wie er da beim Köppel schon war und wie er dann in eine Spezialeinheit geschickt wurde als Kanonenfutter, damit er es vielleicht doch nicht überlebt und so weiter. Ein hochinteressanter Mann. Ja, und den habe ich da kennengelernt und das war für mich wirklich eine interessante Begegnung, das können Sie sich vorstellen. Das glaube ich Ihnen gerne, aber können Sie mir und uns allen erklären, was an der Politik Wissenschaft ist? Nein, darum geht es ja gar nicht. Das ist, vieles ist eigentlich nur Zeitvertreib. Ja. Aber dann haben Sie aber gewechselt. Aber verstehen Sie, man lernt eben Leute kennen. Es gibt die Kollateralschäden und es gibt die wahrscheinlich das Gegenteil, also Begünstigungen. Begünstigungen. Sagen Sie, und dann haben Sie gewechselt zu Skandinavistik und Altgermanisch. Nein, das ist alles übertrieben. Ich habe natürlich einmal Isländisch bei einem norwegischen Mann über isländische Dinge, das habe ich aber sehr bald wieder sein gelassen. Schwedisch kann ich sprechen. Aber ich brauche es mit Ihnen nicht. Haben Sie das damals gelernt, Schwedisch? In München habe ich ein bisschen angefangen und dann in Schweden habe ich ja gelebt und da habe ich auch ein bisschen studiert und dann habe ich, also ich kann fließend Schwedisch sprechen. Bin auch aufgetreten in Schweden. Und Isländisch? Überhaupt nicht. Nein. Und wieso Altgermanisch? Ich kann ja auch kein Rätoromanisch, verstehen Sie? Also, wenn mich jemand Rätoromanisch was fragen würde, ich könnte nichts antworten. Und da gibt es ja auch nur noch 30.000 in der Schweiz, glaube ich. Ne? Ja, und die Isländer, die reden meistens nur untereinander. Das stimmt. Trotzdem muss ich wissen, wieso gibt es gerade in Göteborg Altgermanisch und was haben Sie da gelernt? Noch einmal, das Altgermanisch können Sie vergessen. Das ist irgendwie, hat das so, als ob ich da groß Altgermanisch, ich habe Schwedisch gelernt. Ich habe die schwedische Literatur gelesen und solche Sachen gemacht, aber mit dem Altgermanischen habe ich es nicht weit gebracht. Ein paar Begriffe könnte ich Ihnen sagen, wenn Sie es interessiert, aber es ist nicht so interessant. Einer. Naja, zum Beispiel, Neuisländisch, jetzt was Neuisländisch. Wissen Sie, was Computer auf Isländisch heißt? Nein. Sehen Sie? Das habe ich mir gedacht, dass Sie es nicht wissen. Ich dachte, Computer. Aber ich sage es Ihnen, warum ich sage, weil ich es schön finde, die Isländer, die haben so ein Gespür und sagen, Mensch, unsere Sprache. Denn die sind froh, dass sie ihre Sprache gerettet haben. Die waren ja lange dänisch. Ja. Und die waren so stark unter der dänischen Oberhoheit. Und das Dänische hat sie praktisch so vereinnahmt, dass sie ihr Isländisch, da waren ja nur noch 20.000, 30.000 Leute da, die es gesprochen haben. Und dann wäre die Sprache flöten gegangen. Und weil sie diese Sprache noch gerettet haben, freuen Sie sich, dass Sie sich mit dieser Sprache untereinander unterhalten können. Und haben gesagt, das Englische, es gibt so viel Englisch, wir müssen schauen, dass wir isländische Wörter wieder verwenden. Und so ein Wort wie Computer, da sagen Sie Tölvar, das heißt Zahlenhexe. Ein schönes Wort. Also, ich finde es witzig, dass man, Herr Gysi, dass man Menschen dazu stimuliert,
gewisse, so diese Medienbegriffe, die sich überall einbürgern, die man überall lesen kann, dass man, und das haben die gemacht, und das finde ich wirklich eine Stimulanz, Leute dazu bringt, Wettbewerbe, wie man bestimmte Sachen benennen könnte, wo ein Witz, wo was Lustiges dabei ist. Finde ich gut. Finnisch ist doch nicht skandinavisch, wenn ich mal die Fachfrage stelle. Das ist Ugrisch, Herr Gysi, Ugrisch. Das ist Finnisch-Ugrisch, ja, das stimmt. Ja, Ugrisch, die Ugrier, über die Ugrier weiß man nicht so viel. Aber man geht mal davon aus, dass die circa 3.000 oder 4.000 vor Christi westlich des Altai-Gebirges waren. Also doch schon ziemlich früh. Ich hätte gedacht, die wären noch früher drüben gewesen, aber waren nicht so. Also diese Ugrier, nicht? Und dann kommen die und haben gesagt, naja, schauen wir mal. Ne? Und was soll man machen, wenn man westlich vom Altai ist? Was tut man dann? Ne? Da hat einer gesagt, du, wir gehen einmal in die Richtung, und die anderen haben gesagt, naja, wir warten noch ein bisschen. Ne? Und so gibt es diese ugrischen Sprachen. Ja. Wegen der Missverständnisse, waren ja jetzt schon ein paar da. Ich habe auch gelesen, dass Sie mal als Dolmetscher und Übersetzer tätig waren. Für welche Sprache? Für Schwedisch? Schwedisch, ja. Ah ja. Bin aber und nicht macht reich das Spaß, geworden. Oder ist das? Nein, das macht nicht. Ich habe so Dinge übersetzt, so. Was waren das? So. Für die Firma Agfa waren das zum Beispiel, für die Firma Agfa so, wie man einen Apparat anwendet und so. Nur solche Sachen. Also das war nicht sehr schön. Aber weil Sie mich wegen Schwedisch fragen, Schwedisch hat für mich eine ganz andere Bedeutung als die, dass ich Schwedisch sprechen kann. Das ist schön, wenn man es kann. Wenn Sie nach Schweden kommen, dann hat es einen Vorteil. Na? Wenn Sie nicht hinfahren, nicht so sehr. Aber mein Vorteil, Herr Gysi, war, dass ich über Schwedisch zum Beispiel den Dieter Hildebrand kennengelernt habe. Weil meine Frau, die auch da ist, die kann sich erinnern, eine Freundin von ihr aus dem Bayerischen Wald, die war in einem Synchronstudio tätig. Und eines Tages ruft sie an und sagt, du, da ist jemand, die suchen jemand, der Schwedisch kann. Ja, und ob ich da hingehe, zur Bavaria Studios. Und dann komme ich da hin, wusste nicht, was ich machen soll. Und dann kommt mir ein Herr entgegen, sehr nett, Berliner. Und der hat zu mir, ich kann natürlich nicht Berlinisch reden oder Berliner Dialekt, aber der hat in etwa so gesagt, sagt er, sag mal, kannst du so sprechen? Sag ich, kann jederzeit kann ich sagen. Ja. Und sagt, ja, bist du der Mann, dann musst du mit zu dieser Mutter. Wir haben da eine Mutter, musst du mit ihr reden. Und dann bin ich da zu der Mutter gegangen, und das war die Bibi Jones. Eine Schlagersängerin damals. Die Dame ist, glaube ich, jetzt schon 80. Jedenfalls, und dann habe ich mit ihr einen Sketch gemacht. Und da war der Dieter dann dabei. Und es war diese Sendung, die hieß Notizen aus der Provinz. Das war noch der Vorläufer vom Scheibenwischer. Und dann offensichtlich mochten die mich. Und dann kam ich wieder. Und dann war ich wieder in die Notizen aus der Provinz. Und insofern war Schwedisch mein Schicksal. Es gibt noch eine andere Geschichte mit Schwedisch. Weil ein Mann, der beim Hansa Verlag Lektor war, Jürgen Kolbe, ist der ist leider verstorben, der wurde dann später Kulturreferent der Stadt München. Und dessen Frau war mit meiner Frau in der Schule Kollegin. Und der hat gehört, dass ich Schwedisch kann. Und dann wurde ich da eingeladen, da kam ich da hin und habe halt so erzählt. Aber nur wegen Schwedisch bin ich eingeladen worden. Und dann habe ich erzählt und hat der gesagt, Mensch, Sie erzählen ja solche Sachen, haben Sie schon mal ein Hörspiel gemacht? Da sage ich, bis jetzt noch nicht. Und dann sagt er, müssen Sie machen, passen Sie auf, ich rufe gleich an. Hat angerufen, zack, und dann habe ich ein Hörspiel gemacht. Ja, aber nicht, weil ich ein Hörspiel machen konnte oder wollte, sondern weil ich Schwedisch sprach. Und aber da bei dem darum kann ich nur jedem raten, der was werden will, heute Schwedisch lernen. Weil dann aber bei Ihrem ersten Hörspiel haben Sie 30 verschiedene Personen gesprochen. Haben Sie denn 30 verschiedene Stimmen? Damals schon, der war ja nur jung. Also wenn ich Stimme, das sind inzwischen wahrscheinlich, weiß ich, wie viel ich noch bringe, ich zähle sie ja nicht. Aber damals habe ich das getan, ja. Sie waren auch mal Lehrer, für wen eigentlich? Nein. Und wofür? Nein, Schwedisch. Alles auf Schwedisch. Aber wie kam der Wechsel in die Kultur? Durch diesen Zufall? Durch diese Geschichte? Durch diesen Kultusreferenten habe ich dieses Hörspiel gemacht. Ja.
Und dann ging es, ja, und dann bin ich mal irgendwo eingesprungen. Da kam ich gerade von Schweden, hat jemand gesagt, du musst da mitspringen, mitspielen. Da, ja, und dann hat mich jemand gesehen. Und ein in München sehr bekannter Kabarettist, hier kennt ihn vielleicht auch noch einer, den Jörg Hube. Und der hat mich gesehen bei dieser Sache, wo ich da mitgespielt habe. Einfach mehr so zur Gaudi. Und dann hat mich der mitgenommen auf die Bühne. Und kaum war ich von der Bühne herunter, es hat nicht lang gedauert. Aber soll ich es noch ein bisschen detaillierter erzählen? Der hat zu mir gesagt, ich soll mit ihm mitspielen, in Münchner Kammer spielen. Da habe ich gesagt, ja, als was denn? Er sagt, da als Gast. Dann sage ich, Gast, ja, aber was mache ich da als Gast? Sage ich, wenn ich bei dir Gast spiele auf so einer Bühne, möchte ich auch als Gast behandelt werden. Und das wurde ich auch. Ich habe dann, der hat da gespielt, hat seinen Vortrag gehalten, ich saß daneben am Tisch und habe begonnen, ein Glas Bier, dann kam die Christknödelsuppe, dann kam der Schweinsbraten, dann kam der Apfelstrudel, der Kaffee und der Schnaps. Und die Leute schauten mehr, wie ich gegessen habe, wie was der gesagt hat. Ich habe ihm mehr oder weniger fast die Schau gestohlen. Ja. Aber der hat es natürlich, der wollte das sportlich nehmen, hat gesagt, nein, nein, wir machen weiter. Und da haben wir weitergemacht und kurz darauf habe ich den Kulturpreis der Stadt München bekommen. Für Ihr erstes Hörspiel bekamen Sie ja sehr gute Kritiken. Wie sind Sie eigentlich später mit Kritiken bis heute umgegangen? Interessiert Sie das und Sie geben es nur nicht zu? Oder interessiert es Sie wirklich nicht? Oder doch? Oder ärgern Sie sich? Also ich muss sagen, es ist so, wissen Sie, jetzt habe ich so viele Kritiken bekommen, dass ich langsam anfange, den Kritiken gegenüber unkritisch zu werden. Also das ist schon so, wenn man so viele hat, wie ich jetzt bekommen habe. Es ist ja klar, verstehen Sie, über 40 Jahre jetzt das mache. Ja. Aber es ist sicherlich, ich lese sie trotzdem noch, weil ich finde, es gibt ja auch, schauen Sie mal, ein Junge, der in der Zeitung beginnt, der noch nie in seinem Leben zum Beispiel Kabarett gesehen hat. Nicht? Da sagt jetzt der, jetzt ist der, eigentlich der Hauptkritiker ist nicht da, der hat Katarrh oder Lungenentzündung, jetzt gehst du da rein und schreibst die Kritik. Und jetzt schreibt er die Kritik. Ja, so einem Menschen muss man auch entgegenkommen, finde ich. Oder? Nein. Ich finde, das ist ernst zu nehmen und der muss sich an einem abarbeiten. Und ob er jetzt trifft oder nicht, ist egal. Oder? Die Hauptsache ist, er schreibt und kriegt einen Job und hat eine feste Anstellung. Und im Theater und im Oper gibt es immer eine Reihe, da gibt es die Freikarten für die Kritikerinnen und Kritiker. Erstens ist es in Deutschland Mode, dass die nie klatschen. Ich weiß nicht warum, aber sie klatschen nicht. Und zweitens denke ich immer, Sie können weder Theater spielen, noch in der Oper singen, noch spielen und müssen deshalb ein bisschen bösartig Ihre Kritiken schreiben, oder stimmt das nicht? Ja, ja, ja und nein. Also, ja, also ich glaube, es ist ja auch, also ich würde den Beruf des Kritikers nicht an die Wand stellen, weil ich glaube, es ist wirklich, ich habe ja selber in meinem Leben Kritiker kennengelernt, die sozusagen moralisch sehr hochstehende Menschen sind, die sich sehr schwer getan haben, jemand in Anführungszeichen zu verreißen. Und sagen, verreißen, das tue ich nicht, aber ich kann nichts umschreiben, dass es mir nicht gefällt. Und dann muss ich schon sagen, wenn er sagt, mir hat es nicht gefallen, ist es auch in Ordnung. Wenn er natürlich schreibt, es ist schlecht, ist es was anderes, als wenn ich sage, mir gefällt es nicht, oder? Weil es ist ja immer so, ich kann sagen, das ist wahr, die Katze mag Mäuse, ich nicht. Ne? Also, sagen Sie mal, Sie sind dann, ich weiß nicht, ob Sie das schon erzählt haben, also erstmalig 75 beim Kabarett die kleine Nachtrevue in München aufgetreten, aber das war nicht der Gast. Nein, nein, das war dann aufgrund dieser Aufführung da, wurde ich eingeladen. Ja. Und, aber dann braucht man doch auch eine Beziehung zur Politik und dann natürlich auch zum politischen Kabarett. Also einerseits, dass man sich für die politischen Vorgänge interessiert und andererseits, dass man die auf seine Art und Weise eben auch künstlerisch bringt. Politik hat mich wie vieles andere, Gott sei Dank, immer irgendwie interessiert. Aber ich habe kein Interesse gehabt, erstens einmal sogenannter Kabarettist zu werden und zweitens muss ich noch was sagen.
Das Wort Kabarettist würde ich verwenden für das, was man eigentlich früher gesagt hat. Der Kabarettist im eigentlichen Sinn, so hätte man es gesagt, das ist ein Intellektueller, der meistens für intellektuellere Menschen ein Programm macht. Das, was ich gemacht habe, ist in einer anderen Tradition und die nennt man bei uns Brettl. Brettl-Künstler. Das ist eine etwas andere Geschichte. Der Karl Valentin, den würde ich zum Beispiel nicht Kabarettist nennen, sondern es ist ein großer Brettl-Künstler. Verstehen Sie? Was nicht heißt, dass die Wirkung nicht politisch ist. Aber es ist nicht in erster Grund der politische Kommentar, den er macht, sondern die Wirkung kann politisch sein. Das meine ich. Also es ist schon ein großer Unterschied, ob sie sich an, wie die alle heißen, Dobrindt, das ist übrigens ein wunderbarer Kerl, ob man sich an solchen Leuten abarbeitet oder ob man aus meiner Sicht sich mehr so sozialen oder mit menschlichen Eigenschaften beschäftigt, die aus meiner Sicht, eigentlich aus meiner Sicht dankbarere Geschichten sind, als sich mit Politikern zu beschäftigen. Und da muss ich noch was sagen, das ist vielleicht auch für Sie interessant. Mir hat der Dieter Hildebrand selber mal gesagt, die größte Niederlage, die er erlitten hat, eine der größten zumindest, das war, als Sie eingeladen wurden zu einem Gespräch, Politiker diskutieren mit Kabarettisten. Ach nein. Und er hat gesagt, so sind wir noch nie eingegangen. Also es war die größte Niederlage. Weil wir haben gedacht, wir machen Spaß, aber haben gemerkt, die machen keinen. Also, Wissen Sie, was der Hildebrand über mich im Kabarett, glaube im Scheibenwischer gesagt hat, als wir das erste Mal an der Wahl in Hamburg teilnehmen? Also den Gregor Gysi beneide ich, der kennt alle seine Wählerinnen und Wähler persönlich. So muss man sich behandeln lassen. Aber das kann ich Ihnen erklären. Politiker sind beleidigt, wenn sie nicht im Kabarett vorkommen, weil dann sind sie ja nicht wichtig. Stimmt. Und wenn sie vorkommen, sind sie auch beleidigt. Das ist klar. Weil das hat mir auch der Karikaturist Lang mal gesagt, der Maria Lang, der lange in der Süddeutschen Zeitung großer Karikaturist war. Das ist so, das glaube ich auch. Ja. Ich möchte übrigens noch hinzufügen, weil ich hier bin und das mich natürlich ein bisschen berührt, darf ich das kurz sagen, dass ich dann Freundschaft geschlossen habe mit dem Enzikat Peter, der hier lange Leiter war. Und er war auch in Schliersee und wir haben uns immer sehr gut verstanden, muss ich sagen. Ich komme noch zu Ihrem Distel-Auftritt, weil ich das ja auch spannend finde. Distel-Auftritt, da können wir reden. Aber nicht über Missverständnisse. Nee. Sie wechselten dann an das Berliner Schiller-Theater. Wie kommt man denn in Berlin und dann auch am Schiller-Theater zurecht, wenn man bayerischer Herkunft ist? War das eine Herausforderung, war das schwierig oder war das reizvoll? Nein, Sie müssen so sehen. Bayern werden im Grunde vor allem in nördlichen Regionen gern benutzt. Weil man, das hat mir mal der Loriot gesagt, kann ich Ihnen sagen. Er hat gesagt, er freut sich immer, wenn Bayern tragische Sachen sagen, weil dann sind sie nie ganz so tragisch. Es war der Lietzau, der damals am Schillertheater war, und meine Kollegin und Freundin, die Gisela Schneeberger, die war da engagiert, und der Christian Müller, der hat da so seine ersten Regiespuren gemacht, und der Lietzau hat uns erlaubt, dass wir selbstständig was machen können, und das haben wir da gemacht. Nun habe ich ja eine Bitte, warum gelten Sie eigentlich als Anarcho? Bei wem? In Bei Zeitung. Meiner Frau nicht, also das kann ich ja sagen. Ich werde Ihre anarchisch Frau befragen. Ja. Naja, anarchisch nicht, nein, ich bin, wenn, man soll sich selber nie Attribute dazu, aber ich glaube, es ist was verwechselt. Anarch, das ist ganz interessant, der ehemalige bayerische Kultusminister Mayer, der hat mal gesagt, er hat nichts gegen den Anarch, wenn er stark ist. Also er muss ein wirklicher Anarch sein dann auch, nicht? Und Anarchie wird, glaube ich, verwechselt mit, Achternbusch hat gesagt, die Bayern sind so 50% Anarchen und die sind alle bei der CSU. Anarchisch sein wird verwechselt mit ein bisschen rebellisch, mit widerspenstig, mit hartnäckig, mit der Freude am Nicht-Gehorchen.
Also nicht das zu tun, was andere wollen, mit dem sich entziehen. Aber das ist noch lange nicht anarchisch. Ich glaube, anarchisch, es ist sehr stark intellektuell. Aber wenn man sozusagen sich widersetzt oder einfach nicht zur Verfügung steht, das ist wunderbar. Ihre Lieblingsgegner oder die, mit dem Sie sich als Brettlemacher, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, besonders gerne umgehen, das ist ja die katholische Kirche und die CSU. Bei der CSU ist es mir klar, die dominiert das Geschehen in Bayern, die katholische Kirche. Hat das auch was mit Ihrer Kindheit zu tun? Na, schauen Sie, das hat alles damit zu tun, wenn Sie, wie ich habe nie eine andere Regierung wie die CSU erlebt. Ne? Müssen Sie sich mal vorstellen, Sie werden geboren, werden jetzt bald 75 Jahre und kennen nichts anderes als CSU. Ne? Das ist schon erstaunlich. Also, aber Paul, darf ich Ihnen sagen, das ist so wie eine Pharaonendynastie, verstehen Sie? Wir mussten die DDR untergehen lassen, damit ich mal eine andere Regierung als eine SED-Regierung bekomme. Was machen wir nun mit Bayern? Wenn Bayern untergeht, naja, aber das ist eben, die Kalkulation gibt es ja. Also Bayern ist schon ein paar Mal untergegangen worden, also der Achterbusch zum Beispiel, nur einer von, oder es gibt schon so Leute, die haben Bayern untergehen lassen. Aber ja, also wissen Sie, das macht mir nichts aus, weil da lebe ich ja nicht mehr. Verstehen Sie, wenn Bayern untergegangen ist in 200 Jahren dann, oder 300, sagen wir mal, dann. Jetzt reagiert erst einmal der Seehofer noch die nächsten 40 Jahre und dann schauen wir weiter. Ihre Bekanntheit nach 12 Teilen, das war ein TV-Sketch, fast wie im richtigen Leben, hat ja dann unheimlich zugenommen. Wie ist so ein Wechsel, wenn man erst so an der Bühne bekannt ist, in einem kleineren Kreis und plötzlich kennt dich fast jeder auf der Straße etc.? War Ihnen das eher angenehm oder unangenehm? Herr Gysi, oder? Es ist so, ich bin oft gefragt worden, seit wann kennt man Sie? Dann habe ich gesagt, wer? Meine Frau kennt mich schon lang, also auch meine Mutter hat mich einigermaßen gekannt. Also, und meine Freunde, also ich habe da nie ein Problem gehabt. Also das ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Ja. Und wer hat eigentlich welche Begabung an Ihnen entdeckt? Oder mussten Sie das alles selbst entdecken? Als ich damals diesen Kulturförderpreis der Stadt München bekommen hat, hat der damalige Intendant der Münchner Kammerspiele, ein gewisser Herr Müller, der hat mir dann dieses Zertifikat in die Hand gedrückt und dann ging ich hinaus und dann hat er mir ins Ohr gewispert und vergessen Sie nie, ich habe Sie entdeckt. Verstehen Sie? Und dann habe ich gesagt, toll, dass Sie mich entdeckt haben. Also, es war natürlich nicht so, weil mit dem hatte das gar nichts zu tun. Aber er wollte es halt. Er ist ein Entdecker gewesen, wie der Kolumbus. Und da weiß man ja auch beim Kolumbus, dass nicht der Amerika entdeckt hat, sondern die Indianer haben gesagt, hurra, wir sind entdeckt. Großer Unterschied, wer wen entdeckt. Ja, und er wusste auch nicht, wo er war. Aber jetzt habe ich ja eine große Butte im Namen des Publikums. Können Sie uns vielleicht eine kleine Szene vor der Pause? Eine Szene vor der Pause. Muss ich aber aufstehen. Gut. It is my pleasure to be here. Here in Theater Distel is very nice being here, but my name is Barabaridi Bringi Prabang. I'm coming from India and it is very good and I'm happy to be here in Landkreis preaching. Cardinal Marx from München Freising invited me coming to Bavaria because Bavaria emergency. Emergency, former times everywhere Catholics. Catholics. But all of a sudden, all Catholics disappear. No longer Catholics. Where have gone Catholics in Bavaria? No longer Catholics. Church is empty. Nobody in church. It is problem. I must preach, but I'm shepherd, but no sheep. This is problem. Not black sheep. And church is empty. Recently I was in church, nobody in church.
Only one single old woman. I'm telling woman, oh my lady, I cannot make performance only for you. Must waiting for Easter. Ah, this is Prem Babra. I'm writing now letter to Pope. I'm letter to Pope because Pope making errors, many errors. Because Catholic family, this is father, this is mother, this is children. Father, mother, children, this is not good, wife marry wife and man marry man. Catholic family, this is father, this is mother, this is children. And you must know that Bavarian sinners is wrong believers, believing that beer garden is in paradise. Beer garden is not in paradise. Garden Eden is in paradise. In Garden Eden, no vice washing, no beer, no opax, no globe, and this is what we're doing right here, telling you the hallelujah. Damit Sie sich von uns erholen können, kriegen Sie jetzt eine Pause von einer Viertelstunde. Ich bitte Sie, reichlich zu trinken, damit sich der Umsatz dort lohnt. Ja, womit das zusammenhängt, will ich gar nicht erklären. Und nach einer Viertelstunde kommt ein zweiter Teil. Und ich glaube, wir kriegen noch eine Szene von Herrn Polt, auf die ich mich jetzt schon freue. Ich auch, Herr Giese. Sagen Sie aber, was die teuersten Getränke sind. Ja.